Miriam Berg, Produzent, Erfolgsproduzent, jetzt Oscar nominiert. Wenn der Oscar jetzt gut für euch ausgehen würde, wäre es ja schon der zweite. Gestern Filmpreis, herzlichen Glückwunsch auch dazu. Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Ja, wir fühlen uns toll. Vielen Dank, dass Sie das so nett formuliert haben. Uns geht's toll, muss ich sagen. Aber es ist natürlich auch spannend und hat auch eine gewisse, sag ich mal, Anstrengung, diese Dinge alle zusammenzuhalten. Gerade so dieser Oscar-Weg, der bedarf viel Kommunikation und wir freuen uns natürlich sehr, dass wir das gemeinsam dann auch feiern dürfen mit allen, die den Film gemacht haben. Werk ohne Autor ist auch jetzt in den deutschen Kinos zu sehen und es lohnt sich dafür, ins Kino zu gehen. Und wir freuen uns sehr über den Bayerischen Filmpreis für Werk ohne Autor gestern und hoffen natürlich, dass alle die Daumen drücken, wenn es im Februar zu den Oscars geht. Wie lange ist so die Vorbereitungszeit? Wie lange dauert, dass ihr sagt, so Mensch, das wäre was? Für einen Film, meinen Sie grundsätzlich? Ja, das dauert im Zweifelsfall Minimum 2 Jahre. Es können aber auch mal 4 oder 8 Jahre werden. Also es braucht Zeit und man, gerade im Kino, glaube ich, sollte man auch erst dann loslegen, wenn wirklich alles perfekt ist. Wie ist das so? Lesen Sie dann das Drehbuch und sagen Sie, Mensch, das wäre was? Oder wie läuft das? Ja, das ist auch ein Aspekt, dass wir natürlich, dass wir viel lesen, aber eigentlich entwickelt man Ideen mit den kreativen Köpfen selbst. Also ist da sehr, sehr eng im Dialog über eine sehr lange Zeit. Ja, und dann gibt es irgendwann den Moment, wo man sagt, hopp oder top, aber darauf arbeitet man natürlich hin. Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg und einen zauberhaften Abend. Vielen Dank, Ihnen auch. Okay. Filmball 2019, Natascha Grün von Dresscoded. Was hast du denn heute Schönes an? Ja, das ist ein Kleid aus meiner eigenen Kollektion, die es natürlich auch bei Dresscoded zu mieten gibt. Sehr schön. Darfst du denn auch sagen, wen du so ausgestattet hast heute? Ja, ehrlich gesagt, es sind so viele. Ich muss jetzt mal gucken, wer da alles so kommt. Aber ihr seht, ein paar haben ähnliche Muster an wie ich. Ja, erkennt man die gleich. Und in Goldweiß und ja, ihr werdet sehen, es sind 30 oder 40 Kleider von mir hier unterwegs. Wo geht der Trend gerade hin? Ja, also ich finde immer, der Trend ist eigentlich beim Abendkleid, sollte die Frau darauf achten, dass es ihr steht. Ja. Ich empfehle immer jedem, nicht das anzuziehen, wenn jetzt Punkte in sind und man selber aber vielleicht breitere Hüften hat oder so, sollte man nicht unbedingt zu Punkten greifen, sondern gucken, dass man selber best vorteilhaft ausschaut. Ja. Aber der Trend ist definitiv wieder viel Glitzer und Paillette. Wie kommen wir jetzt raus? Ja, gestern Filmpreis, heute Filmball. Ist das stressig oder wie geht's dir so dabei? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt Stress wäre, dann habe ich mir den falschen Beruf ausgesucht. Ich glaube, es gibt super viele Leute, die das beneiden und die das toll finden. Und meine Mutter sagt es immer so schön, Mai, was ihr für ein aufregendes Leben habt. Also ich finde es total schön und ich genieße es und es ist ein guter Auftakt immer ins neue Jahr. Und apropos Auftakt, wie lange dauert es noch? Also ich kann dir sagen, wie lange es noch dauert, bis eine ganz heiße Nummer 2 ins Kino kommt. Das ist im Oktober und darauf freue ich mich. Alles klar. Und dein zauberhaftes Kleid? Es ist von Dries van Noten. Ich wahrscheinlich seinen verehrten Namen falsch ausspreche, aber es finde ich einen ganz tollen Designer und das ist einfach unglaublich schön. Steht ja auch. Ich bedanke mich. Ich wünsche dir einen zauberhaften Abend. Ich auch, danke. Ciao. Also gestern habt ihr den Bayerischen Filmpreis bekommen. Mögst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Also zu dem Film. Zum Film? Der Film hat eine lange Exegese und einfach... Wir sind ziemlich stolz, dass wir ihn hinbekommen haben und zwar so hinbekommen, wie er jetzt ist. Was war so schwierig? Naja, das war das Schwierige ist, der spielt in den 50er Jahren und spielt in Manchester und spielt im Wembley Stadion in London und hat halt ganz große Massenszenen und auf Englisch gedreht und das alles herzustellen, das war einfach die Herausforderung und die haben wir aber mit Hilfe von ganz vielen Partnern geschafft und da sind wir stolz drauf, weil wir schon hin und wieder gedacht haben, oh, ob wir uns da nicht übernommen haben, ob das nicht ein bisschen eine Nummer zu groß war und jetzt haben wir den Film und den kann uns keiner mehr nehmen und jetzt darf man endlich loslassen auf die Leute und umso mehr freut uns natürlich und ehrt uns so ein großer Preis, dass wir den gekriegt haben und ich muss eins sagen, weil es hat ja die Produktion der Robert Marciniak bekommen und bei mir selber gab es schon den einen oder anderen Moment, wo ich gesagt habe, ich glaube, jetzt ist es vorbei, den kriegen wir nicht mehr und durch den Robert, der immer wieder gepusht hat, haben wir den Film gekriegt und jetzt ist er da. Also herzlichen Glückwunsch. Und kommt am 4. März in die Kinos? Er kommt am 14. März in die Kinos. 14. März bitte ich alle Münchner, alle Bayern, alle Deutschen. Und er kommt dann auch in England ins Kino. Also das ist ja was ganz was Neues für mich und ja, einfach spitze. Also bitte ich alle, geht in Scharen rein. Dankeschön und einen wunderbaren Abend und viel Erfolg mit dem Film.